Hallo ihr Mutigen, der Wilde hier und ja, Teil 2 vom Rückblick auf die Clankrieg-Liga gibt's heute. Diesmal schauen wir uns die besten 12er Angriffe an von den Braveheart Hearts. Da gab's einiges Schönes, ne? Wird also ein bisschen länger das Video heute, aber ich hoffe ihr habt trotzdem Spaß dran und schaut auch da bis zum Ende. Den Anfang macht gegen die Armageddons der Stefan, unser Yoda. Gegen den Steff 83, also ja, Duell der Steffs. Schöne Sache. Und eine wunderschön offene Base in dieser S-Form. Eigentlich bräuchte man da gar nicht durch die Compartments durchgehen, durch die Mauern, weil man würde auch so von außen alles erreichen. Aber wie Packers so sind, sind halt Damen mit dem Kopf durch die Wand. Das hilft oft und mit den Heilern dahinter überhaupt kein Problem. Single Infernos sind schon raus. Multi Infernos sind schon raus. Rathaus ist schon raus. Ein Single bleibt übrig. Jetzt kommt die Bat Bomb. Schön gewartet. Mit einem Frostzauber auf den Magierturm und einem Frostzauber hinten auf den Inferno. Kriegt man den sogar noch weg. Für den Bogenschützenturm reicht es dann nicht mehr ganz. Aber da lebt noch so viel dickes Helden, Packers, Queen. Da kann der eine Bogiturm gar nichts gegen ausrichten. 3 Sterne, wunderbare Sache. Dann hatten wir keine dicken Dinger in den nächsten 2 Kriegen. Von daher springen wir sofort in den Krieg 4. Gegen die Apfelritter gab es 36 Sterne von uns. Also eine ganze Menge Dreier. Haben wir ja bei den Elfern auch schon welche gesehen. Hier fängt an der Alex gegen den John Boy. Kommt mit einem Felsenwerfer, mit Drachen, mit Loons, mit einer Bad Bomb. Und nimmt da schon direkt am Anfang mal richtig ordentlich was weg. Single Infernos machen den Bats und den Loons überhaupt keine Probleme. Und dann ist selbst das Rathaus weg, nicht wirklich viel Base über, ein Single Inferno, aber ich habe es jetzt nicht genau gezählt, 8 Drachen leben da noch. Also klar, so ein Single nimmt natürlich, während sie sich durch das Zeug auf dem Weg zu ihm durchflemmen, ein paar Drachen raus, aber gegen so viele Drachen kommt ein Single dann auch nicht an. Von daher, 3 wunderschöne Sterne, John Boys Base gekillt. Weiter geht's, bei der Nummer 4, unser Yoda gegen Noistoy, auch da wieder, na, Packer Smash, wie wir es gerade schon gesehen haben, mit einer Bad Bomb dazu und ja, Yoda geht da wunderschön Richtung Adler in die Base rein. Queen ist raus. Klamburg ist raus. Jetzt könnte man meinen, der Angriff ist schon fast zu Ende, da lebt ja nicht mehr allzu viel. Aber Fakt ist, da ist so gut wie nichts am Base über und es gibt immer noch die Bad Bomb. Ja, da kommen sie jetzt rein von der rechten Seite. Ein Frostzauber auf den Magierturm, nochmal ein Frostzauber auf den Magierturm. Und dann war es das mit der Death. Da ist nichts mehr über. Ja, klar, nur noch Bats am Leben mit dem Warden, aber die machen so irre schnell, so irre viel Schaden, weil da eine riesige Menge an Bats über ist. Da war ja nichts mehr an Verteidigung, was ihnen gefährlich wurde. Die fressen sich da alle ganz gemütlich durch. 3 Sterne, super gemacht. Schön lange gewartet mit den Bats, damit da auch wirklich nichts mehr ist, was Schaden machen kann. Außer die 2 Magier, für die noch die Frostzauber über waren. Super Angriff. Und ja, als nächstes kommt der Tampi mit E-Drachen. Geraged, ne, und geforstet, wie man das so klassisch kennt. Auf einer Seite ist die Karre mit einem E-Drachen zum Fangen gewesen, auf der anderen Seite die Helden. Damit es schön Richtung Mitte der Base geht. Und dann heißt es nur
ein bisschen Infernos und Rathaus Friesen, vielleicht den lästigen Sweeper Friesen und ansonsten ab durch die Base. Ja, alles schön eng stehend, also richtig geile Bouncer für die E-Drachen. Das ist eine klasse Sache. Und wie wir sehen, da ist auch so schon nicht mehr allzu viel über. Ja, jetzt gibt es noch zwei Teslen und keinen hübschen Bogiturm mehr. Von daher, der Rest ist aufräumen. Da kommt noch mal eine Mine hoch, erledigt noch einen der E-Drachen, aber 3 Sterne eingesagt, super simpel. Na, wenn die Verteidigung so schön eng steht, E-Drachen die beste Wahl. Und das war es immer noch nicht. Azan mit seinem zweiten Account, na, mit dem kleineren, nimmt auch noch 3 Sterne mit. Er kommt hier mit einer ganzen Menge Bowler, ein paar Hexen, ein paar Riesen und eine Menge Heilern durch die Base. Wunderschön gemacht. Rathaus und Inferno gefrostet. Den Adler noch mit erwischt. Wenn das so eng steht, ist das natürlich auch sehr, sehr schick. Wenig Frostzauber, die man aufwenden muss. Sehr viel Wirkung. Und jetzt sehen wir, da lebt auch nichts mehr. Und da sind noch so viele Truppen am Leben. Ja. Selbst Truppen, die gar nicht mehr rauskommen aus den Compartments, die auf Mauern eindreschen, obwohl da nichts hintersteht. Also wunderschöne 3 Sterne. Ja, 4 Triple gegen die Apfelritter auf Rathaus 12. Das war richtig geil. Und weiter ging es dann gegen Gang Adults aus Frankreich. Da hat unsere Gabby den Dreier geholt. Muss man zugeben, ist nicht die allerhöchste Base, aber auch das muss man immer erstmal schaffen. Ja, das ist ja alles sehr ordentliches Rathaus 11 Niveau und das Rathaus schießt halt auch zurück. Gabby kommt hier wunderschön mit einem klassischen Bowitch Angriff in die Base rein. Adler ist raus, Infernos sind raus und ja, dann bleibt nicht mehr allzu viel Verteidigung übrig. Und da sind noch so viele Bowler, da sind noch viele Hexen, da sind noch eine ganze Menge Skelette. Der König lebte sogar noch. Barbaren von ihm spawnen auch noch durch die Gegend. Und wie sich das gehört, ne? Man macht die Base weg und als letztes Gebäude das Rathaus. 3 Sterne sind auch das. Auch die haben wir sehr gerne mitgenommen, auch wenn wir den Krieg leider verloren haben. Mit 25 zu 27 und springen jetzt in Krieg Nummer 7 gegen Le Boras. Das sind Italiener. Und da haben wir dann nochmal ein bisschen was Schönes zum Anschauen. Der Yoda zum dritten und wen wundert es? Wir haben Pekka Smash mit einer Batbomb von ihm. Das ist eine Technik, die er absolut favorisiert, die bei ihm auch sehr, sehr häufig sehr gut funktioniert. Er kriegt das sehr gut geplant, wie er in die Base rein muss, um dann wirklich erfolgreich durchzulaufen. Ja, wie ihr seht, seine Heiler sind lange, lange, lange am Leben. Ein Eisgolem sorgt für zusätzlichen Schutz für die Truppen aus der Clanburg und die Batbomb nimmt richtig ordentlich was mit an Verteidigung. Inferno tot, Magierturm tot und okay, ein Bat lebt. Aber genug andere Truppen, um den Rest zu erledigen. Also, Yoda hat seinen dritten. Und auch unser Alex hat sich gesagt, na, ich kann nicht nur dem Yoda das Feld überlassen, ich muss auch nochmal trippeln. Hier sehen wir es. Auch er kommt wieder mit
Raged Drachen. Ein paar Frostzauber mit dabei, diesmal kein Bad Spell. Oder keine Bad Spells, um da die Rückseite sozusagen zu entledigen. Dafür war da zu viel gut verteilter Flächenschaden. Aber mit Wut und Frost kommen die Drachen auch wunderbar durch die Base durch. Helden helfen mit. Auch das 3 Sterne, eine wunderschöne Sache. Wir gucken nochmal auf den Gesamtstand in der Gruppe. Evil Life 13, 12er, Gangadals 14, 12er, Braveheart Hearts 3. mit 9 12ern. Knappe Sache, wir haben leider im Angriff ein bisschen was verkackt. In der Verteidigung haben wir ganz gut gestanden, von daher, das wird schon. Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin. Bis bald, der Will.